Hallo, ich bin im Buch Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest angekommen im Kapitel Haut, Haare bei Fußpilz. Und es geht um Medikamente. Ich werde die Wirkstoffe nennen und dann sagen, ob das Medikament geeignet, auch geeignet, teilweise wenig geeignet ist oder mit Einschränkungen geeignet ist. Ja, also es gibt geeignet, auch geeignet, mit Einschränkungen geeignet und wenig geeignet. So, das dauert ein bisschen länger. Rezeptfreie Medikamente. Clotrimazol ist geeignet. Clotrimazol und Zinkoxid ist auch geeignet. Bifonazol ist geeignet. Nystatin ist in manchen Fällen geeignet, in anderen wenig geeignet, in Grün und Rot. Clotrimazol ist geeignet, habe ich schon mal gesagt. Ja, die sind anders geordnet. Bifonazol habe ich auch schon gesagt. Miconazol ist auch geeignet. Econazol ist geeignet. Nativin ist geeignet. Miconazol und Zinkoxid ist auch geeignet. Bei Terbinafin gibt es ein geeignetes und ein hellgrünes, ein auch geeignetes. Amorolfin ist geeignet. Hier Ketoconazol ist geeignet. Und Nystatin ist geeignet in manchen Anwendungsgebieten und in manchen wenig geeignet. Ciclopirox ist geeignet und Sertaconazol ist geeignet. So. Jetzt bei den rezeptpflichtigen Medikamenten gibt es Ciclopirox, gibt es rezeptfrei und rezeptpflichtig geeignet. Und dann gibt es Kombinationen. Clotrimazol und Hydrocortison ist mit Einschränkung geeignet. Und dann gibt es noch Miconazol mit Flupretinidin. Ich vermute, dass das Flur ist. Ist mit Einschränkung geeignet. Ciclopirox, wie gesagt, gibt es oben schon. Ist geeignet, ist da auch geeignet. Die anderen Wirkstoffe sind auch geeignet. Gibt es auch verschreibungspflichtig. Terbinafin ist geeignet. Fluconazol ist geeignet. Die Kombination von Econazol und Triamcinolon ist nur Einschränkung geeignet. Dann gibt es hier eine Dreierkombination, die wenig geeignet ist. Clotrimazol, Pertnisolon und gibt es einen neuen geeigneten Wirkstoff, Itraconazol. Dann gibt es eine neue Kombination. Clotrimazol und Betamethason ist mit Einschränkung geeignet. Nystatin und Hydrocortison ist nur mit Einschränkung geeignet. Und Isoconazol und Difluocortolon ist auch nur mit Einschränkung geeignet. Und Miconazol und Flupretinidin ist auch nur mit Einschränkung geeignet. Habe ich aber eben schon mal gesagt, ja. So, es geht weiter. Es werden die einzelnen Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und zu jedem Wirkstoff gibt es eine neue Folge. Tschüss, bis später.